Moin, was geht ab, ihr Lümmels? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Forza Horizon 4. Wir spielen immer noch gemeinsam die Kampagne durch und sind, glaube ich, was diese ganzen, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Nebenrennen angeht, sind wir auf der Zielgeraden, weil als Hauptrennen würde ich halt sowas bezeichnen, weil das halt irgendwie Story ist. Also ich habe mir ja irgendwie eingeprägt, alles was gelb ist, ist halt Story. Das kennen wir da oben von den Geschäften. Das hier unten ist halt Top Gear, ist halt Kampagne. Dann hier Drift Club Story. Und wir kennen es ja ursprünglich aus dem Stunt-Bums-Scheiß, den ich nicht mehr finde. Da haben wir auch nochmal eine Story. Also wir haben auf jeden Fall noch fünf komplette Sachen, die halt alle mit Story zu tun haben. Und also es ist auf jeden Fall noch einiges, was wir hier gemeinsam dann in der Kampagne zocken können. Und ja, als nächstes geht es auf jeden Fall, wie gesagt, hier mit den Straßenszenenrennen weiter. Deswegen würde ich sagen, mache ich jetzt mal direkt hier das Navi aus und wir fetzen direkt los. Keine Zeit zu verlieren. Und ich vermute mal, dass wir, oder ich bin mir eigentlich 99% sicher, dass wir in dieser Folge auch das Finale der Straßenszene-Rennen freischalten werden. Guck, siehst du, der ist sogar wirklich gerade am Fahren. Boah, ja, so gut drin, würde ich sagen. Auf dem Horizon Subreddit kursieren Geschichten von herrenlosen Autos. Bestimmt nur Gerüchte aus dem Internet. Aber eines davon ist so vielversprechend, dass ich ihm einfach nachgehen muss. Einfach mal direkt einloggen. Warum sollen wir die ganzen Dinger noch nicht angehen? Dein Ziel erreicht. Ja, seitdem wir auf jeden Fall mit dieser Straßenschönheit wieder unterwegs sind, sind die Rennen auch auf jeden Fall hier leichter geworden in der Straßenrennen-Szene. Straßenszenen-Rennen? Okay. Nee, warte mal, die Rennen in der Straßenszene war doch richtig. Also auf jeden Fall gefühlt zumindest, weil wir auf jeden Fall mehr Bums hinter der Haube haben. Wir können mehr machen und wir können auch viel mehr mit den Erstplatzierten dann auch mithalten. Zack, sind wir nämlich schon wieder dran. Und jetzt sind wir auch an dem vorbei. Gut, machen wir nochmal eine Wiederholung. Mich auch noch mal, weil er weiß, dass er ihn verloren hat.
Keine Probleme. So, dann machen wir hier oben mit dem oder dem. Ne, wir machen mit dem weiter. Sterne. Was? Du verarschst mich, Alter. Hätten wir diese scheiß Einblendung nicht einen kleinen Tick höher machen können, Alter? Draußen schüttet's wie aus Eimern, Horizon. Was soll's, hier ist Latin Elec für euch auf Hospital Records. Ich habe hier gleich alle Details zu vielen großen Live-Auftritten, weitere spannende Neuigkeiten von den Frühlingsrennen und natürlich jede Menge vom besten Drum and Bass auf dem ganzen... Chris? Was guckst du denn so? Ich habe einen Regenschirm zu Hause vergessen. Oh, das ist eine persönliche Katastrophe, was? Du hast ja keine Ahnung. Das Styling habe ich ewig gebraucht. Also auch diese Radiodinger, die sind richtig gut gemacht, Mann. Absolut authentisch. Spätestens auf einer Geraden habe ich euch. So, Jungs. Jetzt wird gefetzt. Pissgesichter, Alter.
Ja, ist vorbei, ist vorbei, ist vorbei. Weil diese ganzen Spastiker mich andauernd blocken, mir in die Seite fahren. Einfach nur, damit ich nicht schnell genug bin. Das ist ein Witz, ey. Naja, wenn sie anders nicht gewinnen können, dann fick ich sie jetzt. Jetzt kommt noch der Straßenverkehr dazu, Alter. Ich glaube das nicht. Mach doch Platz, du Schoßhund, ey. Ey, guck dir das an. Guck dir diesen fetten Köter an, ey. Ich muss rechts vorbei. Renault Clio von 93. Boom! Der Marathon! Das größte, härteste Straßenrennen, das wir je ausgerichtet haben. Also, bist du dabei? Jo, auf jeden Fall. Allerdings nicht jetzt, sondern erstmal mache ich den noch. Weil das ist, glaube ich, das letzte Straßenszenerennen. Nein, das vorletzte. Nein, das vorvorletzte. Drei offene noch. Plus Marathon. Ja, okay, drei Straßenszenerennen plus Marathon. Okay, also der Marathon. Bei nächster Gelegenheit wenden. Erst in der nächsten Folge. Ihr hört Hospital Records und ich bin London Electricity. Hey Chris! Ja? Während der Horizon Festivals tauchen doch immer diese verlassenen Autos auf. Naja. Fragst du dich auch, warum sie zurückgelassen wurden? Nein, nein, wirklich. Nein, diese Frage ignoriere ich aber. Ich freue mich einfach über die Autos. Wunderbar, vielleicht steckt eine traurige Geschichte dahinter. Ja, also. Was ist mit diesem Audi, der vielleicht mal ein Undercover-Polizeiauto gewesen sein soll? Ja, ich finde, diese Frage sollten wir auf jeden Fall. Ja, ist wohl besser. Also Leute, das ist der Plan. Ihr bleibt dran und ich ignoriere alle Fragen. In 3, 2, 1. Mhm.
keine Ahnung, unsichtbare Schilder wahrscheinlich. Neu berechnet. In 400 Metern links abbiegen. Die erste Ausfahrt nehmen. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 200 Metern rechts abbiegen. Komm, in Drift, in Drift, in Drift. Okay, dann nicht. In 200 Metern links abbiegen. Dann würde ich sagen, mache ich das Rennen, dann mache ich ein Showrennen. Dann haben wir nämlich hierfür auch ein Folgenhighlight. Und dann in der nächsten Folge gibt es dann die letzten Straßenszenen-Rennen. Straßenszene-Rennen. Ich kriege das Wort bestimmt nochmal irgendwann hin. Und dann das Finale mit dem Marathon. Das ist doch, glaube ich, ein guter Plan. So. Das schaffe ich nicht mehr. Also die Bremsen von dem Skyline sind gut, aber er kann mich nicht von allem direkt auf Null bringen. Oder zumindest langsam genug machen. Jetzt muss ich aber langsam auch mal Gas geben, Mann. Okay, das schaffe ich nicht mehr. Also müssen wir es nochmal machen.
damit fängt es schon an. Das darf nicht passieren. Dadurch verliere ich zu viel Zeit. Ich muss mich mal echt anfangen, für eine Seite zu entscheiden, Mann. Entweder rechts oder links ausweichen, aber nicht rechts, links, rechts. Und da fall ich nämlich genau rein, ne? Krass, Alter, warum sind die Typen so ultra schnell, ey? Ich verliere an so vielen unnötigen Stellen einfach viel zu viel Zeit.
Typen werde ich auf keinen Fall kriegen. Keine Ahnung, mit was für einem Raketenantrieb der unterwegs ist, aber das ist too much. Keine Ahnung, Leute, ich darf das wohl. Wenn ich halt merke, dass es nichts bringt, auch beim 500. Versuch, brauche ich mich nicht mehr durchquälen. Porsche 918, ja. So, dann noch fix ein Schaurennen. Und dann ist die Folge auch zu Ende. So. Hier haben wir ja noch eins. Da teleportieren wir uns auch so gleich hin zu diesem Dingens. Aber erstmal habe ich das Schild da vorne. Komm, ist auf dem Haus, ne? Fick dich einfach, ey. Ist das ein Witz, ey. So, Fortune Island, ganz fix hinreisen. Trainingsprotokoll 165FD wird initialisiert. Windows Cortana. Katana. Alles klar. Wegen der fortschreitenden Bedrohung durch eine zunehmend fokussierte Allianz wird das gesamte UNSC-Personal im Fronteinsatz aufgefordert, am folgenden Training teilzunehmen. Nach Abschluss der Übungseinheit ist es erforderlich, die Ergebnisse dem Flottenkommando des UNSC zur Evaluierung zu übermitteln. Alles klar. Ich hoffe, das Ring geht jetzt nicht 10 Minuten, Alter. Kilo Alpha an Cortana. Kannst du mich hören? Hab gehört, ihr braucht ein Taxi. Cortana an Kilo Alpha, perfektes Timing. Wir sind hier fertig und bereit zum Loslegen. Wow! Abholung abgebrochen. Tut mir leid, Cortana. Ich muss das Ungeziefer abschütteln. Bestätigt, Kilo Alpha. Ich scanne nach einer neuen LZ. Chief, geben Sie Gas. Bringen Sie uns hier raus. Cortana, was ist das für ein Ort? Hey, Kopf runter. Hier drin sind jetzt zwei von uns. Ich weiß nicht. Sieht mir nach einer Art Befestigung aus, aber sie wurde seit Jahrhunderten nicht genutzt. Ist das ein Spartan? Wir schaffen es also doch noch nach Hause. Okay, neue LZ gefunden. Die Zeit drängt. Dieser Ring wird in 3 Minuten atomisiert und wir wollen nicht hier sein, wenn das passiert.
Könnt ihr uns eventuell mitnehmen? Ich habe die Koordinaten ins Navi übertragen. Wir werden in 3 Minuten rausgeholt. Verstanden, Cortana! Hurra! Schauen Sie sich diese uralten Behausungen an. Sie sehen fast bewohnt aus. Einfach geradeaus hier. Im Gelände haben wir bessere Chancen, den Banshees auszuweichen. Hurra! Wow, Banshees, Achtung! Ich feier diese Schau. Banshees im Anflug! Schüttel sie ab! Zwischen den Bäumen da! Also man kann auf jeden Fall nicht Erster werden, das heißt, es ist fuck egal, was ich tue. Alarm! Banshees fliegen schnell und tief an! Banshees! Retten Sie uns tief! Cortana an alle Luftunterstützungseinheiten. Ich schicke Ihnen die Koordinaten für eine LZ zur sofortigen Evakuierung. Wiederhole, alle Luftunterstützungseinheiten zur LZ. Cortana, ich habe grünes Licht von 5 Pelicans. Sind auf dem Weg zur LZ. Du und die Marines treffen besser bald dort ein. Cortana, ich kann euch dort entlang nicht folgen. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Die Formulierung ist eher beunruhigend. Diese Höhle ist nicht natürlichen Ursprungs. Tunnel, das gefällt mir nicht. Kein Kontakt mehr. Kilo Alpha, hört mich jemand? Kilo Alpha? Wow! Klar und deutlich, Cortana. Schön, Sie wiederzusehen, Pilot. Ich möchte nicht ohne Sie bei der LZ ankommen. Cortana an alle Einheiten. Die LZ ist genau vor uns. Nur noch 30 Sekunden, bis die Superstruktur des Rings kollabiert. Ui! Mal bitte so zählen, dass ich es auch noch schaffe. Pilot, das wäre ein sehr guter Zeitpunkt zum Verschwinden. Trainingsmodul des Horizon Festivals abgeschlossen. Upload der Ergebnisse zum Flottenkommando des UNSC erfolgt. Richtig cool. Okay, gibt's was Neues auf der Karte? Nö, gibt's nicht. Gut. Wir werden uns am Anfang der nächsten Folge die Einflusstafel holen und dann werden wir, scheiß drauf, den Marathon machen wir auf jeden Fall erst in der nächsten Folge, aber die Karte, die hole ich mir jetzt noch wieder fix. Und in der Zeit kann ich einfach schon mal sagen, wie geil das auf jeden Fall war. Also diese Showrin, ich feiere jedes einzelne. Zack, ist auch eingesammelt, schön eingeparkt. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's ans Finale der Straßenszene-Rennen. Straßenszenen-Rennen. Naja, ihr wisst, was ich meine. Bis dann, haut auf jeden Fall rein. Cheerio.